Die Stadthalle Ips wurde zur Halle des Rocks beim Ipsiade-Konzert Rock in Peace in Memoriam of the Superstars. Martin Böhm, Sheila Fernandez und die ganze Rock in Peace Band. Dazu Special Guest Stella Jones. Eine 7-köpfige Live-Truppe auf der Bühne. 2 Stunden lang. Das Publikum war begeistert. Es war eine sehr schöne, interessante Veranstaltung. Ich kenne fast alle Lieder. Ja, kann fast überall mitsingen und es ist eine großartige Mischung und ein großartiger Sänger. Es gefällt sehr gut. Die Sänger, die Stella Jones natürlich, unglaublich. Und der Sänger, der Gitarrist auch, unglaublich, ja, toll. Super Stimmung, toll performt. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Die Stimmen sind einmalig, also wirklich total 1:1 das Original, also total gut gefallen. Mir hat super gefallen. Ich fand die gute Mischung aus Songs, die ich gut kannte, aber auch ein paar, die ich noch nicht so gut kannte. Und natürlich top performt, also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mega coole Outfits. Ihr seid wahrscheinlich richtig heute hier beim Rockabend. Wie hat es euch gefallen? Ja, also es war wirklich extrem cool. Vor allem der Gitarrist, der hat mir persönlich extrem taugt, weil ich selber Gitarre spiele und so. Es war echt ein guter Abend. Das stimmungsvolle Programm dieser Show wurde von Sänger Martin Böhm selbst geplant und zusammengestellt. Und es war eigentlich am Anfang der Pandemie. Ich war zu Hause, so wie viele andere auch, und habe mir überlegt, soll ich malen, soll ich ein Buch schreiben? Nein, das habe ich mir nicht gedacht, ich bin ja Musiker. Also habe ich mir überlegt, ein gutes Programm zusammenzustellen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kenne die Sheila, die singt unfassbar Whitney Houston. Ich kenne den Martin Mahler, der kann den Georg Danzer sensationell gut interpretieren. Der Rü ist ein fantastischer Bassist und damit war alles eigentlich ganz schnell beisammen. Wir spielen Musik von Künstlern, die nicht mehr auftreten, weil sie ihre Karriere beendet haben oder weil sie verstorben sind. Ja, und das ist das Besondere an der Geschichte. Man kann die Geschichten, die wir da live bringen, live nicht mehr sehen. Es wird also ein Abend mit persönlichen Erinnerungen, mit vielen Anekdoten, Dinge, die sie noch nicht gewusst haben, wie man gut aufpassen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, Ihnen meine erste charmante Sängerin hier an diesem Abend vorstellen zu dürfen. Ladies and Gentlemen, Miss Sheila Fernandez. Ich bin eigentlich nur im Flow. Ich habe so viel Spaß, dass ich nicht mal merke, was ich mache oder ich weiß gar nichts, was ich mache. Ich tue einfach, was ich fühle. Die Ipsiade, dieses Mal im Zeichen der Musik, an manchen Abenden dem Kabarett gewidmet. Ein Festival, das bereits weit über die Bezirksgrenzen bekannt geworden ist, wie uns einer der Gäste verraten hat. Ipsiade ist meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken in der Stadt, in Ips, im Bezirk Melk, aber auch im Land Niederösterreich. Und ich traue mir zu sorgen, natürlich auch in Österreich und international. Ich komme natürlich als Nationalrat sehr viel in der Weltgeschichte herum. Und ich war jetzt gerade 8 Tage beruflich und auch ein bisschen Urlaub in New York unterwegs. Und da bin ich auf der Columbia Universität auf die Ipsiade angesprochen worden. Bis Ende April finden noch viele weitere Veranstaltungen der Ipsiade statt. Es kommt Lisi Aumeier, noch eine Münchnerin. Es kommt Dirk Stermann, solo diesmal. Es kommt Peter und Tekal, das Medizinkabarett. Es kommt Erwin Steinhauer mit seinen Lieben. Und zu finden ist es auf www.ipsiade.at. Nicht alle Veranstaltungen sind in der Stadthalle geplant. Am 14. April zum Beispiel findet eine Vernissage im Kids statt. Am 29. April gibt es eine Ausstellung im Schiffsmeisterhaus. Und noch 2 weitere besondere Ipsiade-Zuckerl hat man sich ausgedacht. Wir haben im Mitterbauer Busterminal 2 Veranstaltungen. Das ist das Lastkrafttheater mit einer Niederösterreich-Premiere. Und dann haben wir ein Klimakabarett. Und das ist ganz was Besonderes. Und zwar muss man hier eine Zählkarte checken über ipsiade.at.
Aber vor allem muss man einen Gegenstand mitbringen, den man nicht mehr braucht. Das ist der eigentliche Eintritt. Das heißt, man soll einfach die Kästen und die Keller ausräumen und einen Gegenstand mitbringen und dann zu diesem Klimakabarett kommen. Und mit diesem Gegenstand hat man Eintritt. Und wenn man nach Hause kommt, nimmt man sich wieder einen Gegenstand mit von der Veranstaltung. Das ist der Ressourcenflohmarkt. Die Ipsiade, das größte Kabarett- und Kulturfestival in Österreich, mitten in unserem wunderschönen Mostviertel, heuer schon zum 34. Mal.